Hallo, heute bereite ich für euch gefüllte Snacks aus Paprika und Avocado zu. Wir nehmen die Paprika und schneiden den Deckel ab. Vorsichtig mit einem Messer die Mitte aushöhlen. Rausnehmen und etwas putzen. So, unsere Paprikaschoten sind bereit. Kommen wir nun zu der Füllung. Zuerst die Frikadellen. Die sind etwas groß, deswegen schneide ich sie in der Mitte durch. Und lege zwei in jedes Tässchen. Jetzt vierten wir unsere Eier und legen je 2/4 in unsere Paprika rein. Cherrytomaten schneide ich ebenfalls in der Mitte durch. Ein paar marinierte Zwiebeln. Einen halben Löffel oder ein bisschen mehr Mais. Damit es auch schön voll aussieht. Erbsen. Ich mag gefrorene Erbsen, die schon etwas aufgetaut und komplett frisch sind. Genau so einen halben Esslöffel. Auf jeden Fall für die Dekoration ein paar Zweiglein Dill. Petersilie. Mit Salatsauce begießen, etwas mehr oder etwas weniger, wie Sie es lieber haben. Der erste Teil unserer Snacks ist fertig. Ich finde, es ist klasse geworden. Jetzt nehmen wir die Avocado. Der Länge nach halbieren. Kern herausholen. Und jetzt höhlen wir die Avocado ein wenig aus. Nicht ganz, damit dann noch etwas Fruchtfleisch übrig bleibt. Damit unsere Avocado nicht später umkippt, würde ich euch raten, ein wenig den Boden abzuschneiden und ihn gerade zu machen. Wir füllen nun unsere Avocados mit halbierten Cherrytomaten. Etwas Mais, ganz wenig. Ein paar Erbsen. Und ich mag diese Verbindung zwischen den Zutaten mit hart gekochten Eiern. Und auf jeden Fall ein paar Shrimps obendrauf. Wenn Sie die Gelegenheit dazu haben, vergessen Sie Kresse nicht drauf zu legen. Salatdressing. Und Kaviar, egal welche Sie haben, schwarz oder rot. Als letztes Dill. Und jetzt dekorieren wir unsere Snacks. Gefüllte Avocados auf einer länglichen Platte anrichten. Ei in Scheiben schneiden und am Plattenrand eine Reihe legen. Mit einem kleinen scharfen Messer Oliven schneiden. Mir gefallen zum Beispiel diese Oliven mit Paprika drin. Darauf die Shrimps legen. Und jetzt mit Dill und Kresse dekorieren. Nun kommen wir zu unseren Paprika. Wir nehmen Salatblätter und richten sie dekorativ auf einer Platte. Gefüllte Paprika in der Mitte platzieren. Zum Schluss nehmen wir schwarze Oliven, legen sie auf die gefüllten Paprika und verstreuen sie auf der Platte. Cherrytomaten nicht vergessen. Ich denke, dass unsere Vorspeise jeden Tisch schmücken wird. Guten Appetit!